Abend, es ist ein Abendspiel. Herzlich willkommen bei uns hier in der Philippines Arena in Gelsenkirchen, mitten im schönen Ruhrgebiet. So sieht es auch aus am 10. Februar, 20. Spieltag. Der FC Schalke 04 empfängt unsere Gäste, den VfL Wolfsburg. An meiner Seite Jörg Sebeneit, wie in den letzten Monaten auch. Jörg, lass mich noch ganz kurz weitere Gäste begrüßen. Namen klingen wie Musik, würde ich fast sagen. Willkommen im Krämer-Zwillingen. Beide sind heute hier. Marco van Hoogtal ist heute hier. Helmut Manns, Jürgen Lüginger, Uwe Scheer ist dabei. Uwe Scheer, ja. Gib ihm die Flagge, Scheer. Ja. Und jetzt kommt's. Den habe ich lange nicht gesehen. Und ihr werdet euch freuen und mit Sicherheit ihm auch ein bisschen Applaus spenden. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Kone Shiba, Atsuto Ushida. Hey! Uschi! Willkommen zum sportlichen Trainer. Nico Kovac von Wolfsburg sagte, Schalke steht für Kampf. Den müssen wir annehmen und dann unsere spielerischen Qualitäten einsetzen. Das ist schlau, glaube ich. Bei uns sieht das anders aus. Thomas Reis hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, wir haben ein Heimspiel und das wollen wir auch zeigen. Wir setzen auch auf die Fans. Wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen und die Chancen in Tore umsetzen. Das ist genau das, was wir wollten. Allerdings, denn Menschen sind schön, ne? Aber Siege gibt nichts Besseres. Kannst du dich an ein Spiel aus dem Schalke erinnern, das sie besonders in der Rückblick vielleicht ganz, ganz weit zurückgeblättert? Jetzt oder Anschluss? Ganz zufällig habe ich da was gefunden. Diese Paarung Schalke Wolfsburg, die hat mich was Historisches. Nee, nicht als der Jeff Verfand am Tor macht und den Felix Magath noch der Wolfsburger Bank so anjubelt, so, dass sie festhalten mussten, dann meine ich, das war auch schön gewesen, aber nee, 1970 im Dezember spielen wir DFB-Pokal gegen den damaligen Zweitligisten Wolfsburg. Und das war damals schon kalt. Ja, war auch kalt, ja, aber wir spielen in Wolfsburg, damals gab es ja Hin- und Rückspiel, ne? In Wolfsburg 2-2, was uns kurz vor Ende von Elber meinte. Dann das Spiel hier in der Gekaufmachbahn. 1-1 nach 90, 1-1 nach 120 und dann gab es das erste Elfmeterschießen in der deutschen Fußballgeschichte. Überhaupt. Das allererste überhaupt, die Regel war gerade erst eingeführt worden und die ersten, die getroffen hat, beziehungsweise die das dann so ausmachen mussten. Früher wurde immer noch eine Münze geworfen, war Schalke gegen Wolfsburg. Was passiert? Der Wolfsburger trifft nur einmal und verschießt viermal. Wir haben 3 reingemacht, am Ende also 3-1. Dieter Bodensky, Tor, ganz junger Nachwuchskeeper zu dem Zeitpunkt. Dieter Bodensky hält 2 Stück. Und der Gegner, der Schiri, wusste gar nicht, jetzt steht er schon bei zu schalten, die können gar nicht mehr aufholen. Die Ausbauer müssen jetzt alle 5 schießen, ja. Weil war erst klar. Und er hätte nicht mehr gewusst, aber er hat sie trotzdem schießen lassen. Er hat noch schön beide verschossen, der Ausbauer mit dem Schalter. Herzlichen Dank, Jörg Sebeneit, das wandelnde Schalker-Lexikon hier. Das ist wirklich krass, Jörg, was du da vor dem Ausschuss Kompliment. Die Bilanz sieht wie folgt aus. Das gucken wir uns mal an. 13 Mal hieß der Sieger Königsblau. Es gab 6 Unentschieden und 5 Heimniederlagen hier gegen die Wölfe. Jo, letzter Heimsieg, hatte ich Geburtstag. Ich sage einfach mal, heute habe ich auch Geburtstag. Vielleicht klappt das ja. Ansonsten schwere Aufgabe, wir waren zuletzt, hatten zwar dreimal verloren, aber selbst gegen Bayern. 2-4, 19-9 Torschüsse für Wolfsburg. Wir gucken mal an, wer heute an der Pfeife ist. Wer an der Seitenlinie ist, wer Kölner Keller ist, die Schiedsrichter dieser Partie. Jetzt kommt Leut. Der Hauptschiedsrichter pfeift jedenfalls für den FC Schalke. Wir machen mal eine weitere Aufstellung unseres Gastes aus Wolfsburg. So, mit der 1, Kuhn, das ist. Mit der 3, Sebastian, Jorgenau. Die 5, Ricky Fontifei. Die 6, Paolo Ottavio. Die 16, Jakub Kaminski. Die 20, Mika Baku. Die 23, Jonas Witt. Die 27, Maximilian Arnold. Die 31, Janik Gerhardt, die 32, Matthias Swanberg und die 39, Patrick Wimmer. Schiedsrichter dieser Partie, da haben Sie Benjamin Brandt und seiner Seite Thomas
Stein, Christian Leicher und vierter Offizier am Herrn Dr. Martin Tops in Köln und der war assistiert Robert Schröder und Christian Fischer. Euch jetzt natürlich wie immer an dieser Stelle einen sportlich fairen Verlauf. Es geht um eine Spendenaktion von unserem Sponsor SunExpress. Schalke, Kefro, Sieger. Auf geht Schalke, Kefro, Sieger. Auf geht Schalke, Kefro. In dieser Woche blicken wir alle mit Schritten in die Türkei und nach Syrien. Die beiden Länder sind von einem schrecklichen Erdbeben heimgesucht worden. Das Ergebnis sind tausende Tote und Verletzte. Unzählige Menschen haben ihr Haus, ihre Heimat und noch viel mehr verloren. Unser Partner SunExpress hat sich deshalb eine tolle Spendenaktion überlegt, Würfel, und möchte helfen und den Menschen vor Ort zur Seite stehen. Dafür sammelt SunExpress Geld über diesen QR-Code. Wenn ihr nicht scannen könnt mit eurem Handy, dann fotografiert ihn vielleicht ab und versucht ihn zu Hause nochmal über ein zweites Handy zu scannen. Der FC Schalke 04 wird die Aktion natürlich auch unterstützen und hat bereits 1.904 Euro aus der Schalker Vereinsfamilie für diesen wichtigen Anlass gespendet. Wir möchten an dieser Stelle allen Betroffenen sagen, Gedanken an euch, wir denken an euch und stehen euch selbstverständlich zur Seite. SunExpress, auch das vielleicht nochmal als Hinweis, in den letzten Tagen mit 42 Sonderflügen, mit Rettungsteams und Ärzteteams in natürlich Türkei und Syrien am Start gewesen. Über 3.500 Betroffene hat SunExpress bereits in Sicherheit gebracht und Reisen mit SunExpress sind in den Katastrophengebieten kostenfrei, absolut, und Transporte von Hilfsgütern werden ebenfalls von SunExpress kostenlos transportiert. Und das finde ich bemerkenswert, deswegen erlauben wir uns an dieser Stelle durchaus unseren Sponsor SunExpress hier so entsprechend zu bewerben oder zu vermelden oder das zu bekannt zu geben. Eine tolle Aktion, ein toller Partner, der hier in der Türkei und in Syrien die Menschen zur Seite steht. So, es ist ein Abendspiel. Wir machen natürlich zum Steigerlied das Licht aus. Ich hoffe, ihr seid alle soweit. Ich zähle mal runter für den Mann oben in der Leitstelle. Das Licht geht aus in 4, 3, 2, 1 und hey! Zeigt uns eure Lichter, eure Handys, alles was ihr habt, Feuerzeuge, was auch immer ihr zeigen könnt zum Steigerlied. Hier ist es, Glück auf, der Steiger kommt. Haus raus! Den Spaß haben wir dürfen ein bei der Nacht. Auf den Spaß haben wir dürfen ein bei der Nacht. In Sausen, oh, 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 in
Sometimes you don't believe who I mean. It's the mind of the good evil teacher. Oh, the good evil teacher. But I'm not a good evil teacher. But I'm not a good evil teacher. Es hat etwas gut bei der Nacht, hat der Schall und es ist etwas gut bei der Nacht. Glück auf Glück, auf Glück auf Glück auf. Die Tage, dass ihr vor dem Arsch fallen habt und saufen, schnapsen und saufen, schnapsen. Die letzte Schicht, 3-1. Warum steht diese Macht am Sommer und der Kalalan jetzt die gute Signate? Was schön. Auf, ist auf, Glück auf, Glück auf. Hey! Vielen Dank. Gute Schade. Oh, man, bitte, rätschere. Schalke und FCN, Schalke und FCN, Schalke und FCN, Schalke und FCN, So, Schalke, seid ihr soweit? Fürs Mainz-Links? Ja, ich glaube schon, wie die Haupttribüne. Hier geht ja aus dem Westen, meine Herren und meine Damen. Hier ist unser Vereinslied, Blau-Weiß, wie liebe ich dich. Aus, aus. Blau-Weiß, lieb ich dich. Blau-Weiß, erlass mich nicht. Blau-Weiß, ja, immer nur Blau-Weiß ist unser Vorverein. Hold on, 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 hold
Deutschland. Ihr warmen Mannschaft, der sie das Blau-Weiß ausgedacht. Das Blau-Weiße ausgedacht. Tausend Feuer, die haben unsere Hose gebracht. Tausend Freunde, die zusammenstehen an mir. Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen an der Erde. Ich schenke niemals untergehen. Vielen Dank. Schalke. Minute für den für das Erdbeben. Liebe Fans, Zuschauerinnen und Zuschauer, egal ob auf Schalker Seite oder beim VfL Wolfsburg, wir bitten darum, dass ihr euch von den Plätzen erhebt. Am letzten Montag ereignete sich um nachts 4.17 Uhr in der Türkei und in Syrien ein schweres Erdbeben, das bereits mehrere tausend Menschen, über 21.000 inzwischen, das Leben gekostet hat. Das Ausmaß der Zerstörung durch diese Katastrophe ist riesig und erfüllt uns alle mit Schrecken, Schmerz und unendlichem Mitgefühl für die Opfer, ihre Angehörigen und Familien. Gemeinsam möchten wir der Opfer dieser schrecklichen Naturkatastrophe gedenken. In Gedanken sind wir bei all jenen,
die in irgendeiner Form von diesem Unglück betroffen sind. Wir bitten um einen Moment des Innehaltens. Vielen herzlichen Dank.